Was macht der Expert in der Früh? Er macht sich seinen Kaffee mit dem Füll seiner Kaffeemaschine. Leistet immer noch hervorragende Dienste. Mittlerweile nimmt er dazu einen Kaffee aus Deutschland. Weil der ist ein bisschen milder mit der vom Starbucks. Und dann presst er sich auch eine Zitrone aus und tut damit was Wasser zu seinen Tabletten dazu. Magnesium und so. Und seit heute oder ab heute gibt es auch diesen Entsafter. Einen Selleriesaft und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Bin gespannt. So, heute in der Früh hat es einen Selleriesaft gegeben und leider habe ich zum falschen Moment auf die Aufnahme gedrückt. Ah, scheiße. So, dass man gar nicht mehr gesehen hat, wie ich den Saft getrunken habe. Aber ich wollte nur sagen, er hat hervorragend geschmeckt. Spitzengeschichte, so ein Safter. Guten Abend. 10 vor 7, 30 Grad. Ja, ich weiß, bei euch ist warm, aber bei uns ist das dauerhaft so. Ich habe jetzt nach der Arbeit mein T-Shirt abgeholt zum Laufen und meine Startnummer. Und dann habe ich auf der Karte gesehen, dass da. Wir haben erst einmal weitergefahren zur Furman University. Das ist ein riesen Campus von der Universität da in Greenville. Riesengroß, echt schön. Gibt es dann morgen Buddel, wenn ich da laufe. Also da ist der Lauf. Und dann habe ich auf der Karte festgestellt, dass der Paris Mountain State Park relativ in der Nähe ist. Da bin ich jetzt auch noch hergefahren. Das ist scheinbar ein riesen Landschafts-Naturschutzgebiet mit einem riesigen See am Anfang. Da sind, glaube ich, auch Campingplätze. Und man kann mit dem Auto durchfahren, kann verschiedene Parkplätze anfahren und kann dann zum Wandern gehen. Riesengebiet. Kostet Eintritt, $5. Für das ganze Auto, glaube ich, ein bisschen weniger, sonst zahlt man pro Person. Für Kinder $3. Und ja, schauen wir jetzt mal an. Mal schauen, vielleicht geht es um den See rum. Und dann fahre ich wieder heim. Aber wenn man eh schon in der Natten ist, dann muss man das schon nutzen, die Gelegenheit. Jetzt gehe ich gerade um den See rum. Es ist in der Tat wunderschön da. Landschaftlich ein bisschen so wie im Conestee Park, aber keine Ahnung, zehnmal größer. Der See ist jetzt nicht so mächtig groß. Kann man also bequem rumgehen. Aber der See ist ja quasi nur ein putzig kleiner Teil von dem ganzen Paris Mountain State Park. Und da gegenüber am anderen Ufer kommen wir Boote ausleihen, kann man paddeln gehen. Hört sich nach einer entspannenden Abendbeschäftigung an. So, jetzt habe ich mich gerade mit jemandem unterhalten. Also es ist sowieso, dass zu den normalen Öffnungszeiten bis um ca. 7 Uhr kann man die Boote tatsächlich da vom Park ausleihen. Die, die jetzt noch da sind zum Fahren, das ist ein Sportgeschäft in Travelers Rest, gleich in der Nachbarschaft von Greenville. Und die verkaufen Boote, Subs und so weiter. Und wenn man dann, wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man für eine Gebühr vereinbaren, dass bis zu 3 verschiedene Boote hierher gebracht werden. Dann kann man es da ausprobieren und dann kann man sich entscheiden, ob man eins von den Booten haben will oder nicht. Was ganz erstaunlich ist, ich bin im Schatten um den See rumgegangen, ich bin noch nicht wieder ganz da, bin im Schatten rumgegangen
mit dem guten Mobil jetzt da unten gestanden in der Sonne. Und noch 2 Sekunden schürzt da so der Schweiß drauf. Das ist brutal. Also unglaublich. Jetzt ist Sander Wickern und es ist eigentlich, keine Ahnung, nicht wirklich sonnig, aber kurz da gestanden und bricht da der Schweiß aus.